Hallo, hier ist Gunter Raja, Black Ops 3 PC Updates vom 28. Juli. Die Leute, die mich nicht verstehen, da komme ich jetzt darauf zurück, weil vor über einer Woche habe ich mich äußern müssen wegen meiner Aussprache auf Hochdeutsch. Und da habe ich gesagt, ich bin ein Schweizer, ich schere mir einen Dreck wegen meiner Aussprache. Entweder hört ihr mir zu oder nicht, oder könnt es verstehen oder wollt es verstehen oder eben nicht. Hart, aber herzlich, nicht wahr? Link in den Anmerkungen, als ich dort gesagt habe, bla 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 und gewisse Geschichte hautnah erlebt. Wenn ihr euch das interessiert, könnt ihr ja dort mal reinhorchen. Und das andere wäre, Link in den Anmerkungen für dieses Upgrade vom 28. Da nehme ich natürlich nur das Wichtigste für mich raus und das ist Specialist-Veränderungen, welche was und Waffenveränderungen, welche und was. Bevor ich hier anfange, weil das Gameplay hier sehr lange geht, über 9 Minuten, gehe ich da auf das Spielmodi drauf ein. Gefällt mir sehr. So eine Mischung, ein bisschen Stellung, weil dieser Fracture-Platz da, oder besser gesagt, dieses Depot hier, weil diese Fraktionen holt man sich ja durch Kills. Ja, so zu sammeln und dann dort ins Depot. Da haben sie die Punkteanzahl auch verändert vor kurzem. Es war, soweit es mir ist, auf 50 und jetzt neu auf 75. Ich denke, ich habe recht. Sonst kommt es auch nicht so drauf an, weil um das geht es ja nicht. Auf jeden Fall kann man 10 tragen. Das ist das Full House. 10. Ich glaube, man bekommt 100 Stücke pro Ablage. Wenn man 10 hat, ist man gleich auf 1000. Da kommen natürlich sehr gute Spieler, also Slayer, die sehr gut Kills abholen können, kommen nur hier auf die Kosten. Da merkt man sehr viel mit Raps und so weiter und so fort. Es ist sehr schwierig. Also, als ich hier angefangen hatte, ich verlor nur. Ich war einer der besseren Spieler, aber trotzdem, ich verlor ständig. Ich bin hier immer noch im Minus, wo auch nicht, oder? Wenn man alleine spielt, ist das einfach so. Ich werde in den nächsten Tagen wieder mal die Pakete aufmachen da. Ich habe bald, ich glaube, ich habe 600 Stück da. Da kann ich ja die Truhen wieder öffnen für 30 Punkte da. Krypten, so wie die heißen. Mal sehen. Kann ich euch vielleicht das zeigen, wenn ich mich daran erinnern oder euch das gefallen würde. Schreibt mal unten rein, was ihr sehen wollt. Ob ihr es sehen wollt oder ich warten soll. Oder überhaupt nichts. Was ihr immer haben wollt. Das andere gefällt mir auch hier, nein, jetzt habe ich gesehen. Wie viele Punkte habe ich jetzt hier bekommen? Habe nicht mal nachgeschaut. Ja, egal. Nein, super ist es, wenn natürlich jemand hier eine Rauchgranate platziert beim Depot. Weil es geht eine Weile, bis die Fragmente rauskommen. So wie auf der Toilette, oder? Wo man eine Zeit lang sitzen bleiben muss, oder? Bis die Ware runterkommt. Okay, jetzt haben wir es. Nicht wohl. Gut. Die Spezialist Outrider, die Bogenschützin, die Bogenschütze haben sie Schnellfeuerrate erhöht und auch man muss ja den Bogen ziehen bis zum Maximum. Das geht jetzt auch schneller. Dann kommen wir zu dem nächsten, der Prophet mit Sturm. Beim Sturmschießen konnte man ja aus der Hüfte oder zielen über das Korn. Und dort wurde, ja, wie soll ich das erklären? Besser gesagt, den Radius, wenn man schoss, war ja nicht allzu genau.
Das wurde jetzt etwas genauer gemacht. Wie genau das jetzt der Schuss rauskommt bis zum Ziel, das müsst ihr natürlich selber ausprobieren. Dann kommen wir zu den Waffen. Gouda, WMP und die Vesper. Gut, die Gouda, bevor ich hier das wieder rauslasse und vielleicht niemand versteht es, nicht wegen meiner Aussprache, sondern was das bedeutet. Jetzt ist es so, 3-Hit-Kill gibt es, 1-Shot-Kill, 5-Hit-Kill und so weiter und so fort. Jetzt ist es so. Bei 3-Hit-Kill bedeutet, wenn man einen Gegner mit 3 Kugeln tötet. Man muss schauen, wie nah oder wie weit muss oder kann ich kommen, damit der Gegner in 3 einzelne Schüsse nicht liegen bleibt, sondern zu liegen bringt. Also gekillt wird. Und da gibt es auch noch 5-Hit-Kill. Und das gibt eben, wie nah oder wie weit muss ich sein. Jetzt, weil sie die Kuh da geschwächt haben, bei 3-Hit-Kill und 5-Hit-Kill, ist natürlich durch die Schwächung, muss man näher kommen. Das heißt, sie haben 3-Hit-Kill, Schaden, die Weite reduziert. Und 5-Hit-Kill, die Weite, also die Schadensweite auch reduziert. Man muss näher kommen, um 5-Hit-Kill zu haben mit der Kuda. Finde ich schade, weil die Kuda ist mein liebstes Stück geworden nach der Vesper. Die Vesper hatten ja sie dermaßen genervt, also geschwächt, dass man sie ja gar nicht mehr groß spielen konnte. Jetzt sieht es vollkommen anders aus. Sie wurde verbessert, also Rückstoß stabilisiert. Also wie weit sie stabilisiert wurde, weiß ich nicht, steht auch nicht. Die WMP im Gegner, genau das Gegenteil. Mehr Rückstoß, also nicht gerade stabil. Mal schauen, wie das sich im Spiel so bemerkbar macht mit diesen beiden Waffen und auch mit der Kuda vor allem. Dann Manowar ist die Nachladezeit reduziert worden, längeres Nachladen. Dann M-Downside-Geschwindigkeit ist auch reduziert. Es geht länger, bis man übers Korn sehen kann, wenn man die Waffe raufzieht. Die Locus ist jetzt ein Shot-Kill, wenn man den Bauch trifft. Gefällt sicher den Scharfschützen. Muss auch ein bisschen ausprobieren. Dann kommen Black Market Waffen, die ich nicht habe. Grundgenommen wurden alle verbessert. Die HG40, die MX Garand, die FFAR und die RSA Interdiction. Also die 4 Waffen, Black Market Waffen, habe ich nicht. Die wurden im Allgemeinen eben verbessert. Ihr könnt es nachlesen, wie gesagt, Link in den Anmerkungen. Die sage ich hier nicht, weil ich sie nicht habe. Ich habe zwar jetzt über 600 Punkte und kann wieder mal etwas machen. Vielleicht bekomme ich mal eine Waffe. Ich habe bis jetzt keine einzige. Okay, ich wünsche euch einen schönen und tschüss.